Hallo Freunde, willkommen zurück bei The Legend of Zelda. Ja, das ist jetzt Part 32. Und, was war denn da in Part 27 los mit der Grafik? Ich weiß es gar nicht. Au. Oh. Ja, das sieht aus wie für eine Bombe gemacht. So, was war in Part 27 bitte mit der Grafik los? Weil er meinte ja ein Typ hier, also... Das war ganz komisch und ich weiß nicht mal wieso. Wahrscheinlich, weil ich währenddessen in meinem Emulator noch auf Vollbild geschaltet habe. Also schon während der Aufnahme. Es kann sein, dass er da das nicht wollte. Also, dass Fraps das nicht wollte. Und deshalb meinte, nö, das lasse ich jetzt mal nicht zu. Ja, jetzt sollte ich mal nicht planlos rumhängen. Also letztes Mal meinte ein Typ, da unten lebt jemand, der das Auge der Wahrheit hat. Das Auge der Wahrheit kenne ich natürlich aus Majora's Mask. Ich weiß nicht drüber. Wie geil dieses Schwert doch aussieht. Plus Scheide, Alter. Wirklich geil. Jetzt kennen wir auch das hier. So, wahrscheinlich sind wir, ja, wir sind jetzt wieder beim Friedhof. Und hier lebte doch noch so ein Typ. Nee, das will ich nicht. Ist der inzwischen mal aufgewacht? Er scheint aufgewacht zu sein. Hütte des Totengräbers. Was sind denn da? Des Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Ja, klar. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz. Was? Ich warte. Boris. Boris, der Schatz. Der Totengräber. Ich will Boris Schatz haben. Komm raus hier. Was höre ich denn hier? Ach genau, die dürfte man ja nicht anpeilen. Au. Ein bisschen besser aufpassen als ich, muss man trotzdem. Oh, zwei Schläge down. Warte, habe ich eigentlich noch Platz in meinen Flaschen? Ja, ich habe tatsächlich eine leere Flasche. Ich habe es nicht bekommen. War ja klar. So, jetzt wollte ich meine Items mal ein bisschen anders ansortieren, weil ich die Ocarina ja woanders hatte eigentlich. Ocarina auf K. Und die Bomben hatte ich auf J. Ich frage mich, wenn das Eischle... Oh. Das lege ich jetzt mal auf L. Genau. Das sollte doch gehen. Ah, meine Uhr. Ich habe meine Uhr noch gar nicht an. So, jetzt gucken wir aber mal nach dem Grab von Boris. Ich muss gerade mal meine Uhr hier hinlegen, damit ich auch den Part abmessen kann. So ist es gut und wir können weitermachen. Jetzt hängt auch noch mein Headset hier fest. Hier kann ich doch alle öffnen oder wie war das? Genau. Haben wir hier. Ich öffne einfach mal alles. Da ist nichts. Ich hab dich doch gehört. Komm her, du. Was ist das für? Tschüss. So, jetzt schnapp ich mir aber den Geist. Oder war ja der Typ, der das, die kaufte. Komm her. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Ja, du hast ein Irrlicht gefangen. Yay. Na super. So, dann kommen wieder die Bomben auf L. Mal gespeichert. Wer hat die Gräber zugemacht? Ach so, Quatsch, ich hab die aufgemacht. Hat verwechselt. Position. Ist da noch was?
Aha, wessen Grab war das denn? Wessen Grab ist das? Schnell, damit der Zombie dazu Steiner starrt. Genau das habe ich gemeint. Geh vor... was will der? Runter. Er ist down. Gut. Er ist ja eklig. Navi, ich will das hier lesen. Warte mal, steht der wieder auf? Das wäre irgendwie doof. Was soll ich hier? Er ist weg. Hä? Was soll ich denn hier drin? Der hat mir gerade Leben gezogen und mehr ist hier nicht. Hä? Was soll denn das bringen? Ich mag übrigens links neue Stimme, die ist cool. So, und da wir jetzt immer 20 Minuten fahren, haben wir auch mal Zeit für sowas. Aber ist das hier das Grab von Boris, was wir gerade da verrückt haben? Was ist das hier? Lampe eines Lichts. Davon will ich nichts wissen. Warte, wollt ihr Navi das hier? Gebrüder Bramstein, königliche Tonsetzer, Johann der Ältere. Rest in peace. Wow! Alter, wo kam der denn her? Stirb. Jetzt habe ich das gar nicht gelesen, weil der das irgendwie übersprungen hat. Aus irgendeinem Grund. Brauchen wir? Hä? Da kommt jetzt keiner? Na gut. Dann nicht. Das wird sich mal den Boris Grab finden. Ich mag die Stimme. Du hast einen Geist vernichtet. Willst du ihn in einer Flasche aufbewahren? Nein, ich hab ja... Für den Augenblick lässt du ihn gehen. Yeah! Hier, das sieht verdächtig aus mit den Blumen davor. Aha! Guck, was wir hier haben. Hier wieder nur so ein Kack-Zombie. Nein. Oh, der Geist von Boris. Das ist ja cool. Hey, Junge. Bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Alter, der ist ja unfair. Nein! Jetzt komm schon! In welcher Zeit muss ich das schaffen? Die Zeit beträgt 1:10. Hey, Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen, damit wirst du nun an Orte gelangen. Hier bist du aus. Ja, besuch mich. Deswegen auch den langen, kurzen, ne? Haha.
besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir etwas, wieder etwas Wertvolles. Noch etwas, sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Ist ja geil. Einfach mal so ein neues Item bekommen. Ich wusste nicht, dass es das hier gibt. Link, du weißt, was da drin ist. Das ist jetzt wirklich überflüssig. Er hat es ja schließlich gesagt. Mehr Fanghaken, yeah! Nutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt und ziele mit dem Steuer. Jetzt lässt du C los, schießt du den Fanghaken ab. Yay! War das nicht so, dass man hier... Ich dachte, man müsste hier die Hymne der Zeit spielen, ich bin mir sicher. Ah, gut. Was? Hier sind wir. Und da drüben ist ein Herzteil. Schnapp ich mir natürlich. Unser erstes Herzteil ist großer Link. Ein Herzteil, hast du viel gesammelt für die Energieleistung, mein Herzcontainer erhöht. So, 10 Minuten des Parts sind rum. Dass der Typ hier nach 7 Jahren immer noch steht. Alter. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Dann ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich noch mal sehen lässt, kann er etwas erleben. Wie geil Link da steht mit dem einen Bein oben. Ich versuch's nochmal hinzukriegen. Ah. Ja, wie ging das noch? Was, du bist ein Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier rein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Uhu. Neues Lied. Oh, Hymne des Sturms. Wie Link der immer noch steht. Ich finde das cool. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. Ich finde seine Musik immer noch ziemlich cool. Wow! Alter, ist ja geil. Alter, voll das... Voll so richtiges Karussell. Und raus! So, jetzt sind wir wieder in Kakariko. Und diesen Ort kannte ich jetzt zum Glück noch. Hier hat es aber auch ein bisschen verändert, ne? Das Gebäude hier stand vor 7 Jahren noch nicht da. Vor 7 Jahren hört es so komisch an. Es war noch im letzten Part. So, ihr Huhn ist noch nicht ausgeschlüpft. Wir haben ein neues Lied gelernt. Das finde ich cool. Die zwei Typen stehen da. Bestes. Bitte, verkauf mir etwas mit C. Bitte, verkauf mir etwas. Bitte, in einer Flasche. Nee, ich gehe lieber nach... Hab ich den Namen das schon echt wieder vergessen? Das sind die Hauptstadt. Ich habe den Namen von der Hauptstadt gar nicht im Kopf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Fanghaken, das wird uns bestimmt weiterbringen. So. Okay. Hält das? Hey, so bin ich ja deutlich schneller. Cool. Nein, nein. Wie soll ich jetzt überhaupt... Ach so. Ich komme da ganz einfach durch. Na gut, da muss ich jetzt immerhin nicht Tag machen, ne? Auf. So du, ich hab da was.
Na, mein Junge, hast du ein Irrlicht oder einen Nachtschwärmer dabei? Ich gebe dir 10 Rubine für ein Irrlicht. Für einen Nachtschwärmer erhältst du 50 Rubine, sowie 100 Punkte. Du hast bis jetzt 0 Punkte auf deinem Nachtschwärmerkonto. Nee, ich habe überhaupt keinen Platz, weil... Weil voll. Ich würde sagen... Verkaufe ich später. Okay, 10 Minuten vom Part sind rum. Aber das heißt, dass wir noch Zeit haben. Ich glaube, ich mache jetzt wieder... Das Lied, das ich inzwischen so gut auswendig kann, dass ich es immer spielen kann. Bis auf die große Nase finde ich doch, dass Link ziemlich cool aussieht. Habe ich es gerade Nacht gemacht? Also es dämmerte nur und es war noch gar nicht Nacht. Wow, du hast dein Ei ausgebrüht, dein Küken ist geschlüpft. Cool. So, das dauert einfach nur einen Tag. Das ist ja auch interessant. So, ich will zu London fahren. Da waren wir auch 7 Jahre lang nicht mehr. Wie es wohl Marlon geht. Dürfte inzwischen auch erwachsen sein. Oder ist sie inzwischen auch eine der 7 Weisen? Kann ja sein, ich meine, Salia ist ja eine geworden, so wie es scheint. Geht's dem Typen hier drin? Stall. Hä? Hier ist ja niemand. Marlon! Oh, ein Besucher. Es ist lange her, seit wir Besuch hier hatten. Wo kommst du her? Seit Ganondorf hier sein Unwesen treibt, sind die Menschen auf der Flucht. Die einzigen Städte Ruinen und überall lauern böse Kreaturen. Basil hat die Farm im Namen von Ganondorf übernommen. Ach scheiße, dieser Arsch. Übernommen. Jeder scheint vom Bösen besessen. Und Vater, er wurde von Basil von der Farm verbannt. Falls ich Basil nicht gehorche, hat er gedroht, die Pferde zu quälen. Du siehst, es gibt nichts, was ich tun kann. Frame-Einsturz? Na gut. Okay, sie ist scheinbar keine der Weisen geworden. Aber scheinbar braucht sie Hilfe dabei, Basil auf die Fresse zu geben. Ah, hier haben wir damals unsere erste Flasche erhalten. Komm her, du! Wo ist er? Ist der Arsch? Kann doch nicht sein, dass er nicht hier ist. Obwohl ich überhaupt keine Rubine brauche. Ab. Hier drin kann ich aber meine Ocarina benutzen, warum auch immer. Ah, Epona müsste jetzt auch größer geworden sein, ne? Hey Hühner. Das Basil. Na, Bro, brauchst du auf die... Hat der hier eine Pferderennbahn draus gemacht? Wieso hört man hier Eponas Lied? Na, du? Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen. Aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Reiten! Soll ich dir erklären, wie man rettet? Ja, bitte. Näher dich dem Pferd langsam und stell dich an seine Seite mit. Aber steigst du auf. Nutze den Control-Stick, um mit Epona zu traben. Galoppierst du, kannst du mit A die Peitsche aktivieren, und um sie noch mehr anzutreiben. Willst du über ein Hindernis springen, galoppiere darauf zu und setze vor der Hürde die Peitsche ein. Okay. Ist der Winkel, in dem du auf das Hindernis zureitest, zu spitz, verweigert das Pferd.
Um wieder abzusteigen, halte das Pferd an und drücke A. Viel Spaß beim Reiten. Die Fahrt dankt. Sitze ich jetzt schon auf? Epona! Jetzt habe ich das Lied natürlich vergessen. Eponas Lied. Ah, okay. Epona! Könntest du bitte aufsteigen, Link? Ah, hier. Ich bin dumm. Hey, runter vom Pferd, die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Kann ich mehr zahlen, um das Pferd zu behalten? Epona! Oh, der Part ist schon fast zu Ende. Was kann ich denn tun? Ich weiß nicht, wie mein Pferd reitet. Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Reiten? Nein, sollst du nicht. Ich will noch mal reiten. Die Farm dankt. Alter, wie der da steht. Komm, dann lass mich mal rauf auf dich. Jetzt lauf doch. Warte, kann ich jetzt eigentlich... Ich wollte versuchen, über den Zaun zu springen. Ah, schnell zu Basel. Mann! Was muss ich denn hier machen? Naja, wahrscheinlich muss ich... Ja, ich muss erstmal den Part beenden. So Leute, wir sehen uns dann nächstes Mal. Alter, wie der steht. Ist der Typ schwul? Naja, mit diesem Anblick entlasse ich euch. Naja, gut, beende ich den Part für heute. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.